Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slime Ranger. Ich glaube, ich beginne jetzt immer einfach mit einem Gehen, denn ich mache immer so, dass der nächste Tag die neue Folge ist. Ja, was haben wir am letzten Tag denn so gemacht? Wir haben das neue Gebiet erkundet, wir haben unsere Farm erweitert, unsere Ranch, ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Und 14 Slimes hatten wir, glaube ich, schon die Folge davor. Aber sie sind niedlich. So. Erstmal zum Tagesgeschäft. Die Plots einsammeln. Du bleibst hier. Ach ja, und wir haben jetzt diese coolen Fütterungssysteme. Und ich glaube, die sind noch nicht ganz zufrieden mit der Geschwindigkeit. Ja, ihr kriegt jetzt mehr Essen. Ihr seid auch 20 Leute. Also dürft ihr ruhig ganz viel futtern. Hier rein. Wie seid ihr daneben gefallen? Oh, davon habe ich auch ein paar. Die sehen aber auch hungrig aus. Was ist denn da los? Ah, 40 Plots. Schön. Oh, ihr habt fast nichts mehr zu essen. Ah, ich hole euch gleich was. Aber erst verkaufen wir 7 für Pink Plot. Ja. Ah, zum Glück verschnellt sich das. 14 für Phosphor nur noch. Und Pfützen 45. Okay. Die anderen sind jetzt auch nicht viel mehr wert. Und ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Das ist der normale Steinplot. Und das ist keine Ahnung. Irgendwann finden wir es heraus. Ja, hier haben wir unsere Erdbeeren. Unsere Quadrat-Erdbeeren. Quadrat-Erdbeeren. So. Ich finde immer, sind noch immer Quadrat-Erdbeeren. Das Wort war dem wohl zu lang. Was haben wir? Ach, und wir haben unsere Zwiebeln angepflanzt hier. Und lustigerweise sind die Karotten immer noch da. Also wir haben jetzt 2 super Sachen von Gemüse. Die Quaderbeeren bekommen die Pink Slimes. Oh, und die haben jetzt auch den Rest gerade aufgegessen. Bitteschön. Ihr habt genug. Sind die unruhig oder wieso gucken die immer so? Wir können mal was ausprobieren. Und zwar eine Musikbox. Vielleicht sind die jetzt etwas beruhigter. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich habe ein bisschen die Sounds umgestellt. Da kommen süße kleine Klänge raus. Sweet. Okay, das dürfte es erstmal sein. Wie sieht es bei den Miezen aus? Oh, ganz viele Plots hier. Die nehme ich doch mit. Danke. Ach ja, ihr braucht ja auch was. Bitteschön, bitteschön. Du auch und du auch. Hier noch eine. Okay, die Pink Plots verkaufen wir. Und ein Ziel habe ich heute. Und zwar will ich den großen Meat Gordo befreien, sage ich mal. Und dazu brauchen wir ganz viele Hühner und die haben wir in unserem neuen Gehege. Das finde ich toll. Hier sind halt wilde Hühner drin. Das ist halt das Wildnisgehege. Und die sind hier immer wieder da. Ich muss nicht mehr um die ganze Map laufen und gucken, wo ich die finde. Karotten gibt es ja auch. Darum glaube ich auch, dass es so ein Gebiet ist, wo man die freilaufen lassen sollte. Also im Gedanken halt. Man könnte natürlich Gehege aufbauen. Aber ich glaube, ich finde das schöner, wenn die hier so rumspringen. Das wär niedlich. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich sie davon abhalten soll, wegzulaufen, aber das sind dann halt freie Slimes. Ja, oder ich werfe die Slimes da rein, die ich nicht mehr will oder brauche. Ja, auch eine Idee. Da hinten ist er, schon ganz groß und fett. Hui, yep. So, Huhn und auf die Stirn zielen. Yep. Na, wird das reichen? Nö. Ach, wir suchen einfach nebenbei noch ein bisschen. Dann haben wir noch die Karotten und verzickte Zwiebeln. Aber wir können alles an Gemüse schon mal aufheben, denn wir haben noch einen Felsgordo. Den wollen wir natürlich auch füttern. Hallo. Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, Karotten. Und ein Slime, der sich da drin verirrt hat. Okay. Okay, jetzt noch ein bisschen Plot. Das nehme ich auch gern mit. Hier ist 4 davon.
Oh, das ist so niedlich. Böse? Nein. Au. Ach, und wir haben ja richtig viel Geld. Hey. Oh, Karotten. Und ein Phosphor. Lord, was machst du denn da drin? Slime. Irgendwann kriege ich das hin. So, du darfst dir einen Freier kleben. Da unten sind die bösen Slimes. Da wollen wir nicht hin. Ah, hier sind noch ein paar Hühner. Und da sind noch mehr. Warte. Die kriegen. Ach verdammt, es sind andere Hühner. Und ich will gerade nichts da lassen. Ah, okay, meine Energie ist immer noch so ein bisschen dürftig hier. Da ist noch ein Huhn. Komm, komm, komm. Warten da hinten Steinhühner. Wenn da jetzt noch ein paar sind, dann gehe ich nochmal zum Mies. Eins ist da. Zwei sind da. Drei sind da. Okay, vier. Okay, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Weil der Mietsplot ist schon so dick. Und ich habe da gerade was gesehen, was mir nicht gefällt. Hier, ihr da. Weg hier. Oh, die lassen sogar Geld fallen. So. Na du? Ja, greift mich ruhig an. Ich weiß, ihr mögt mich einfach nur zum Kuscheln. Da. Und sie haben gerade einen gefressen. Oh Gott. Okay, das müsste es gewesen sein. Ach, guck mal, da ist jetzt sogar noch ein anderes Huhn. Das ich im Notfall verwenden könnte. So, eins, zwei, drei, vier. Oh, Steinhühner mag es. Es sind Herzen. Ja, es platzt. Ja. So. Oh, ein Teleporter. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Guck ich gleich nochmal. Hier habe ich auf jeden Fall eine Kiste, die ich nicht mit rein durch den Teleporter nehmen kann. Und die mir gerade ins Wasser fällt. Toll. Hm, wieder. Brauche ich eigentlich gerade nicht. Fliegt, sei frei. Okay, wo führt mich das jetzt hin? Ich bin mir gerade nicht sicher. War ich hier schon mal? Hallo? Nee, hier war ich noch nicht. Das ist eine zweite Stelle mit 14 Plots. Wo bin ich denn? Ach, ich bin auf der Insel. Ach, cool. Nett, da wollte ich schon immer drauf. Das, ist das so eine friedliche Insel oder was gibt es hier Schönes? Hier sind Hühner. Kleine Mietsplots, wollte ich schon wieder sagen. Slimes. Hier will ich auf. Und da will ich rüber, sobald ich wieder mehr Energie habe. Okay. Oh, da hinten ist eine Mietsparty. Okay. Und hier ist ein Stein, der aussieht wie ein Slime. Hi. Herz rüber und zwei Hühner. Ihr könnt frei sein. Hui, ganz viele Miezen. Hallo. Hier ist ein Stein. Und hier sind diese Bögen, von denen wir schon in der Nachricht von H gelesen haben. Wer auch immer H ist. Und ein einsamer Stein. Gibt es hier ein Secret? Nö. Ah, mal sehen. Ich musste gerade mal gucken, ob das Mikro an ist. Ich war mir nicht mehr ganz so sicher. Und hier sind Lampen. Hm. Was können die bedeuten? Scheinbar nicht. Okay, das ist niedlich hier, aber irgendwas muss hier doch sein. Hm. Nein, nö. Das Gemüse haben wir auch schon aufgegessen. Okay, vielleicht übersehe ich was, vielleicht auch nicht. Vielleicht gehe ich auch mal einfach oben auf den Berg drauf. Ach hier, Aufenthaltsort trockenes Riff. 14 Schatzkanzeln, ein Schlüssel. Ah. Dann müsste hier doch ein Gordo sein. Rein theoretisch. Ja, hier oben. Okay, das ist sogar ein Pink Gordo. Der frisst alles.
Weil dann komme ich nochmal wieder, weil das Gemüse brauche ich für den Felsgordo. Der frisst nämlich nur Gemüse und das ist dann etwas schwerer. Und hier oben? Oh, ist eine Höhle. Ich finde es auch gut, dass ich noch keine einzige Schatzkapsel gesehen habe, obwohl es hier 14 geben soll. Kann ich noch weiter rauf? Ja, kann ich. Hier ist eine große Steinplatte. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, es gibt so eine schöne Geschichte hinter dem Ganzen. Ja, komm. Ah, eine Schatzkapsel. Hey. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die öffnen sollte. Hm. Hier sind auf jeden Fall irgendwas Pflanzenmäßiges. Und wir können versuchen, noch höher zu kommen. Los, los. Ach, schön. Uiui. Ist hier noch was? Da war ich vorhin. Und da komme ich wahrscheinlich nicht mehr rauf. So. Nö. Okay, nette kleine Insel. Mit einem Gordo, der anscheinend einen Schlüssel hat. Oh Gott. So, wo komme ich hier weg? Da. Dann kümmern wir uns um den Gordo später auch noch. Ach, das Hühnchen ist auch da. Hallo? So, einmal hier rüber. Und hier rüber. Okay, auf zum Felsgordo. Wir haben 20 Gemüse dabei. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Ein paar Karotten. Ich glaube, es dreht sich immer so um die 30 bei den Gordos. Mehr Karotten. Und ob es Lieblingssachen sind. Wir werden einfach versuchen, ganz viele Gordos zum Platzen zu bringen, diese Folge. Und bei der Farm müssen wir natürlich auch noch vorbeischauen. So. Die sind alle glücklich. Gab es hier Gemüse? Ich glaube, hier gab es noch Hühner. Ich muss eh hier lang. Was das hier soll, weiß ich auch nicht. So ein Zwischengang. Hm. Aber es ist alles wunderschön hier. So, gibt es hier Gemüse? Aua. Eine Karotte. Ja, zwei Karotten. Ich glaube, die hat er gegessen. Also Früchte. Nee, gerade nicht. Und hier, das habe ich gelesen, da steht, dass der den Tunnel entlang böse Slimes warten. Und die soll ich dann füttern, aber gerade nicht. Sorry. Warum habe ich einen Pinkplot dabei? Push. So, das habe ich schon schlecht vorgelesen. Ah, das Gemüse. Sorry. Ich glaube, die wolltest du gerade essen. Hier verwandeln sich wieder alle. Hi. So, der Gordo müsste jetzt da sein. Wir haben, fürs Protokoll, wir haben 31. Herzrüben, gibt sogar Herz. Dazu Zwiebel, glitzert, Karotten, glitzert auch. Okay, er mag Herzrüben. Und 31 reichen nicht aus. Gab es hier noch irgendwo... Warte, das war das Goldslime? Ich konnte es nicht erkennen, es hat nur geglitzert. Nein! Okay, ich habe meinen ersten Goldslime verpasst. Er war auch nur für ungefähr 5 Millisekunden in meinem Sichtfeld. Ach, schade. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer war. Irgendwann kriege ich ihn. Ich weiß aus sicherer Quelle, weil ich das Let's Play geguckt habe, dass Maudado das gespielt hat. Und ich glaube, er hat nie einen Goldslime zu bekommen. Gefangen bekommen. Er hat öfter welche gesehen, aber nie einen gefangen. Ich hoffe, das passiert mir nicht auch. Ich brauche noch ein bisschen Gemüse. Hier gibt es doch bestimmt noch was. Und ich höre schon wieder böse Musik. Wo ist er? Da. Okay, die Sache ist, glaube ich, erledigt. Nee. Tschüss. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, immer die zu bekämpfen, aber ich beschütze die Slimes. Und wenn die glücklich sind, bin ich glücklich.
Hier wäre Gemüse gewesen. Aber ich glaube, das haben die alle weggefressen. Wir gehen mal in die andere Richtung. Ich will nicht jetzt zurück ins andere Gebiet laufen. Und wir können auch ein bisschen gucken. Vielleicht habe ich was übersehen, vielleicht auch nicht. Der Gordo ist auf jeden Fall schon sehr glücklich. Und hier war ein Goldslime. So, hallo. Ah, die radioaktiven Slime sind auch hier. Für die habe ich aber noch keinen Platz. Ich glaube, wenn ich die jetzt irgendwo habe, dann wird es ein bisschen kritisch. Oh, die kuscheln. Und der frisst einen Plot. Oh Gott, grüne. Pinker Slime mit grünen Augen, oh Gott. Und ich höre es doch schon wieder. Nein. Ja, das passiert, wenn so viele Arten von Slimes zu viel Essen bekommen und hier rumwirren. Nein, ich glaube, hört auf, alles wegzuessen. Ich brauche auch was. Oh, den nehme ich mit. Und den auch. Hier, Karotten. Eine, wow. Ah, ein paar Karotten sind hier. Oder Kiste. Natürlich ohne Gemüse, sondern nur mit Fleisch. Hier, Meats. Hab Spaß mit denen. Oh, hier ist noch eine. Da. Oh, eine Herzrübe. Die Marker. So. Euch lasse ich mal wieder in Frieden. Ist mir alles ein bisschen heikel hier. So, hallo Gordo. So, zuerst die Karotten. Und die Herzrübe. Hat nicht gereicht. Oh, er wackelt. Das heißt, er braucht nicht mehr viel. Ach nö. Hat jemand eine Karotte? Irgendwer. Eine Herzrübe wäre doch besser. Hallo, Phosphor? Achso, so ein Steinphosphor. Oh Gott. Hier sind Hühner. Also Früchte, aber kein Gemüse. Okay. Wir kommen später nochmal wieder, denn ich habe jetzt. Ich will euch jetzt nicht damit langweilen, dass ich hier jetzt 10 Minuten Gemüse sammle. Wir kümmern uns erst um einen anderen Gordo und dann kommen wir mit Gemüse von meiner Farm. Sehr schön angebaut. Kommen wir dann wieder zu einem anderen Gordo. So, und willkommen zurück auf der Ranch. Ich wollte mir eben Plots sammeln, denn die 14 Plots haben schon echt viele wieder produziert. Ich merke erst jetzt, dass mein Inventar eigentlich voll ist. Und ich habe auch eine Quest, die können wir auch gleich annehmen. Erstmal verkaufen. Schön. Bisschen mehr Geld. Jetzt kann ich die Wasserplots sammeln, die hier alle daneben gefallen sind. Dich und dich. Ihr seid glücklich, ne? Ja, ihr seid glücklich. Ach, hier sind ja auch schon richtig viele drin wieder. Und alle raus. Ihr habt noch ein bisschen Essen. Ihr habt ganz viele Plots und ein bisschen Essen. Ah, okay. Warte. Fitzplots verkaufen. Obwohl, die bringen gerade nicht so viel. Ich verkaufe die Phosphor. Und dann gehen wir schlafen und dann kümmern wir uns um Gordo. Und ja, alles ist schön. So. Euch brauche ich. Schön. Dann haben die Phosphor-Slimes wieder genug Essen. Tschüss. Perfekt. Karotten und festzückte Zwiebeln habe ich auch schon eingesammelt. Ja, die Pfützen. Die Pfützenplots warte ich noch. Und bevor ich schlafen gehe, würde ich gerne was ausprobieren. Oh, hier sind auch schon wieder Erdbeeren. Und zwar da. Sprinkleranlage. Zweimal so lässt sich alles so zweimal so schnell wachsen. Ich sollte lesen lernen. Ach süß. Okay. Machen wir hier noch fruchtbaren Boden. Und auch nochmal die Sprinkleranlage. Dann haben wir Gemüse und Obst schon mal genug. Ah ja, die Erdbeeren kriegen die Pink Slimes. Bitteschön. Und dann können wir schlafen gehen.
Guten Morgen, Ranch. Hey. Da sind alle glücklich. Oh ja, die sind auf jeden Fall... Warte, der eine war hungrig. Das habe ich genau gesehen. Bitteschön. Die haben genug Essen, die haben genug Essen. Die aber bitte absammeln. Schön. Ich weiß, ich kann die auch... ich könnte die auch zusammenschließen und dann... fressen die nicht nur Früchte, sondern alles. Und dann habe ich Pinkblots und Phosphor in einem. Da sind die riesig und ich kann nicht so viele von denen halten. Und die sind so niedlich. Später vielleicht. Dann kombiniere ich die genauso wie hier. Obwohl, pinke Feen-Slimes sehen bestimmt auch niedlich aus. Habe ich auch bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Aber ja. So, gucken wir noch mal, wer hier was will. Oh, ich kann einen auswählen. Otgen Ottitz oder Mushy Meat. Otgen. Ich arbeite am neuen Rezept. Kannst du mir helfen? 6 Herzrüben, eine verzwickte Zwiebel und 6 Erdbeeren. Das kriege ich hin. Hier ist die verzwickte Zwiebel. Hier muss ich einfach klauen. Sorry, ich ersetze das später. Und Herzrüben, 6 Stück, die kriege ich da hinten hin. Erledigen wir das eben noch. Ist keine große Aufgabe. So, hier. Wir leben zum Glück normalerweise keine Slimes, die es wegessen können. Okay, das waren 4. Ich komme später nochmal wieder und erledige und hole den Rest. Ja, hier ist genau. Pinke Phosphor-Lagos. Wo ich Slimes immer noch lieber mag als Lagos. So, die kommen hier rein. Und den Pfützenplot können wir noch verkaufen. Der bringt momentan 38. War es gestern mehr? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Ah, oh, und wenn wir schon dabei sind, noch eine Verzögerung. Dieser Antrieb, Herzmodul. Mehr Energie. 650. Jetzt müssten wir 200 haben. Und das ist auf jeden Fall besser als 150. Ja, 200. Kann ich auf jeden Fall schön lang sprinten. Hier sind alle glücklich. Die sowieso. Hallo. Oh Gott, ich habe den Pigment Slime mit weggekickt. Und da drüben ist irgendwas explodiert und es... Alles ist pink und glücklich. Alles schön. So, und ich kann denen jetzt mal einen Gefallen tun. Und endlich hier... Ich habe gelesen, ihr braucht was zu essen. Bitteschön. Jetzt sind die vielleicht auch ein bisschen glücklicher. Oder die Höhle wird ganz freundlich. Das wäre cool. Könnte ich dann auch woanders mal ausprobieren. So, hier rüber. Ich hab gesehen, dass da noch Gemüse lag, aber eigentlich habe ich genug. So, hallo. Ja, es reicht. Ja, und noch ein Portal. Hey. Und kleine Steinslimes, die mich angreifen. Okay, wo bin ich jetzt? Ich bin in der Nähe von der Ranch. Okay. Da sind kleine Inseln. Könnte ich mal benutzen. Und hier, wenn ich richtig liege, ist eine... Ja, hier ist eine Erweiterung meiner Ranch drin. Für so dunkelliebende Tierchen. Fliegen wir doch mal da lang. Keine Ahnung, wo ich da lang hinkomme. Okay, aber der Gordo hatte auch keinen Schlüssel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Pink Gordo füttern, damit wir weiterkommen. Ich warte kurz auf Energie. Und hier rüber. Hier gab es gerade irgendeinen Ton. Und was ist das? Ach, hallo. Hallo, Sir. Und hier ist eine Lampe. Was soll ich damit machen? Okay, ich nehme sie einfach mal mit. Kann ich damit fliegen? Ja, kann ich. Ich will eigentlich nur wissen, wie die in Höhlengebieten Effekt macht. Okay, kaputt gehen tut sie nicht. Und ich habe hier gerade ein
böses Schild entdeckt. Aber hier sind keine bösen Slimes. Und ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hm. Hier ist aber auch nichts los. Okay. Komme ich noch irgendwie zurück? Nee, das ist ein ganz anderer Weg hier. Ach nö. Okay. Nein, hier ist eine Kapsel. Und hier geht's gar nicht weiter. Nein. Okay, wir sehen uns gleich wieder in der Höhle. Obwohl, nee, wir sehen uns auf meiner Farm. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind auf meiner Ranch. Aber nicht auf normalen Wege, denn ich habe nicht auf meinen Jetpack geachtet und bin runtergefallen. Also, ich bin ins Wasser gefallen. Und scheinbar ist man dann K.O. und ist 12 Stunden erstmal weg von der Fläche. Und da stand ich, soll meine Slimes füttern, weil die wahrscheinlich ausgehungert sind. Ja, die auf jeden Fall. Und die hier wahrscheinlich auch. Ja, schön. Hatte ich irgendwas Wichtiges dabei? Ich glaube jetzt nicht so sehr. Ich gebe euch gleich noch mehr. Ach, okay. Ich werde das wahrscheinlich kurz einblenden, wie das aussieht, wenn man K.O. geht. Das ist eigentlich nur ein schwarzer Bildschirm, wo steht, dass du K.O. bist. Aber das hat mich doch kurz überrascht. Ah, naja, der Gordo ist gefüttert. Ich bin bei der Ranch. Wir wissen, dass da hinten irgend so ein Geheimweg ist. Und dass wir eine Abkürzung kennen jetzt. So, die brauche ich noch. Und ich weiß, ich brauche welche für den Gordo gleich. Ich werde nicht alle verfüttern. Den noch, den noch, den noch. Dankeschön. So, hier ein paar. 16. Okay, dürfte reichen. Ihr werdet auch gefüttert. Ihr habt schon richtig viel Phosphor drin. Und jetzt muss ich mich von meinem K.O. erholen. So, Phosphor braucht nichts. Nö. Oh, ganz viele Erdbeeren. Und super viel Gemüse. Okay, der Gordo wird sich freuen. Okay. Dann auf zum Riesengordo. Wo müssen wir lang? Wir müssen einmal durch zum Strand und dann durchs Portal. Ja. Die schöne Wildnis. Ich könnte hier eigentlich... Nee, ich hab... Es gibt gerade keinen interessanten Slime, den ich haben würde. Gern haben würde. Vielleicht noch ein paar mehr Meat-Slimes, weil die echt niedlich sind. Und ich wäre fast schon wieder runtergesprungen. Ich habe schon wieder keine Energie. Puh. Oh, was positiv war. Durch das K.O. gehen habe ich das dritte Jetpack-Modul bekommen. Vielleicht sollte ich mir das holen, wenn ich wieder zurück bin. So, und jetzt müssen wir darauf zum Gordo. So, dü-dü-dü. Ich habe schon wieder keine Energie. Au, au, ey. Ihr seid ja echt niedlich und so, aber nein. So, da ist die Brücke. Flieg, flieg, flieg. Danke. Und da ist der große Gordo. So, erstmal gucken, was macht der denn. Pogo ist normal. Quaderbeere ist normal. Karotte auch. Verzwickte Zwiebel auch. Hm, okay. Nimm einfach alles, was ich habe. Hier, Karotten habe ich ganz viele. Ja, es reicht. Und da ist der Schlüssel. Und Geld. Und hatte ich nicht irgendwie ein zweites? Eine zweite Kiste? Okay. Ist verschwunden. Hm. Okay. Und um die Folge abzuschließen, ist da hinten eine Kapsel. Hm, okay. Die kommt auch noch irgendwann. Um die Folge abzuschließen, machen wir noch das Tor auf. Denn das ist so das Einzige, was ich noch weiß. Und es ist relativ in der Nähe. Warten, warten, warten. So. Ich sollte vielleicht auch mal ausprobieren, wie weit ich normal springen kann, aber auf jeden Fall nicht so allzu weit. Hey ihr! Ich habe auch gar kein Wasser mehr mit, merke ich gerade. Hm. Wird schon. Wir haben schöne Gitarrenmusik im Gepäck und ganz viel Essen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich aufs Erkunden
Sind, die fallen aus dem Baum. Ach, niedlich. Ob ich mich auf das Erkunden konzentriere oder auf meine Farm mit Geldproduktion. Natürlich ist Geld ganz geil und so. Und ich könnte den Club erweitern, etc. pp. Aber ich will doch noch mehr Slimes kennenlernen. Oder seht ihr es anders? Und das Labor hätte ich dann ja auch noch mit 10.000 Gold. Ah, oh, das kommt alles noch. Freut euch auf sehr viele Parts. So. Slime-Schüssel. Drehen. Er lächelt mich an und die Tür geht runter. Und es sieht mystisch aus. Und was hier passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Wahrscheinlich fange ich jetzt einfach an, weiter zu spielen. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.